herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Franzi backt und kocht. Wie ihr an meinen kleinen Backhelfern hier rechts und links schon sehen könnt, gibt es heute einen weiteren Minion-Kuchen. Das letzte Mal habe ich ja Minion-Cupcakes gemacht und das war bisher mein beliebtestes Video. Und da ich heute eingeladen bin auf der Geburtstagsfeier von einer Freundin, die auch total auf die Minions steht, möchte ich heute einen Minion-Kuchen machen. Dafür habe ich hier schon mal den Kuchen gebacken. Das ist das gleiche Rezept, das ich auch für die Cupcakes benutzt habe, ein Limo-Kuchen. Der ist nämlich innen drin auch so schön gelb. Nur habe ich jetzt hier eine große, runde Backform benutzt. Der muss ungefähr eine Stunde backen und ist natürlich dann sehr lange noch warm. Deshalb habe ich den Kuchen schon gestern gebacken, damit der jetzt richtig gut kalt ist, damit ich die Dekoration machen kann. Dekorieren möchte ich damit beginnen, dass ich hier mein Vanille Cream Cheese Frosting habe. Selber gemacht aus 100 Gramm Butter, 100 Gramm Frischkäse und 100 Gramm Puderzucker. Zum Schluss kommt noch eine echte Vanilleschote dazu für den Geschmack. So, das ist also mein Frosting und das möchte ich jetzt hier überall auf meinem Kuchen verteilen. Schmeckt nämlich super lecker. Jetzt ist mein Kuchen komplett mit dem Frosting bedeckt und jetzt mache ich den Kuchen für ungefähr eine Viertelstunde in das Gefrierfach, damit das hier schön fest wird, damit es nachher das Fondant obendrauf nicht rutscht. So, während der Kuchen im Gefrierfach ist, können wir schon mal mit der Dekoration anfangen. Dafür habe ich hier weißen, schwarzen und braunen Fondant, den habe ich schon mal ausgerollt. Braun ist übrigens einfach eine Mischung aus den Farben, die ich habe und ein bisschen Kaba. Braun braucht man nicht unbedingt kaufen, die Farbe. Die kriegt man irgendwie immer gemischt. Diese Größe hier nehme ich für die Augen. Und dann, das sind einfache Plätzchenausstecher, da steche ich mir zwei weiße Augäpfel aus. Dann ist das nächste der Braun. Dann nehme ich diese Größe hier. Und eine Größe kleiner ist schwarz. Und dann wird das Ganze einfach zusammengebaut. Braun. Schwarz. Braun. Schwarz. Und ganz wichtig ist, dass wenn das Schwarze noch so ein kleiner weißer Punkt reinkommt, weil erst dann werden die Augen wirklich lebendig. Die Minion-Augen, fertig. Jetzt haben wir diese gelbe Fondant-Schicht hier oben drüber gelegt und jetzt mache ich das hier schön glatt, damit wir dann weiter nachher dekorieren können. Dafür habe ich hier dieses Plastikteil und damit kann ich jetzt hier so immer schön die Kanten glätten und das hier einfach schön nachziehen. Und immer einfach ein bisschen ziehen, das lässt sich ja noch gut bewegen und dann hier festdrücken. Da könnt ihr sehen, wie ich das hier festgedrückt habe. Ein bisschen ziehen und nach unten festdrücken. So, jetzt habe ich hier den Kuchen komplett mit dem Fondant abgedeckt und habe hier schon mal meine beiden Augen aufgelegt. Und jetzt kommt natürlich die Brille, ganz wichtig. Dafür habe ich hier das graue Fondant und das ist einfach eine Mischung aus dem weißen und dem schwarzen Fondant. Die Brille, dafür lege ich jetzt hier einfach so eine Schlange einmal außen rum. Das zweite Auge bekommt natürlich auch noch eine Brille. Genau, die Bänder von der Brille, die sind ja immer schwarz und ich habe hier hinten ein bisschen schwarzes Fondant ausgerollt
So, das habe ich jetzt gerade noch ein bisschen zugeschnitten. Und dann wird das einfach hier angesetzt. Und hier unten kommt das runter. Ich habe das jetzt übrigens meine Augen so platziert. Hier war eine Stelle, die war nicht so schön. Und die habe ich jetzt hier abgedeckt mit dem Brillenband. Da war mein gelbes Fondant ein bisschen eingerissen und jetzt ist es hier einfach damit abgedeckt. Genau, und dann noch der zweite Brillenband. Das hier etwa gleich groß sein sollte. So. Jetzt auf die andere Seite. Ich lasse mal ein bisschen besser sehen so. Hier gefällt mir noch nicht so ganz der Übergang. Da bastel ich mir jetzt noch so ein zusätzliches Teil hin. Sieht dann noch ein bisschen schöner aus. Nein! Der war schon zu langweilig vom Zugucken. Nee. Hat natürlich jetzt schon Hunger auf seine leckere Torte. Haare. Dafür nehme ich hier einfach von dem schwarzen Fondant und roll mir hier einfach so ein paar Härchen zusammen. Die kommen hier oben hin. Jetzt ist unser Minion fast fertig. Er hat noch einen kleinen Mund bekommen, aber es gibt auch noch einen kleinen Trick, womit man ein bisschen hier unten, wenn die Kante nicht ganz so schön ist, wenn man das ein bisschen verstecken kann. Dafür nimmt man einfach Fondant, macht da draus so eine lange Rolle. Ich habe jetzt hier blauen genommen, weil die Minions natürlich blaue Hosen haben. Und diese Rolle, die legt man dann einfach hier unten ganz eng um den Kuchen rundherum. Ich kann das mal hier schon ein Stück abschneiden. Und dann die andere Seite auch. Ups, das war nicht gerade. Einfach abschneiden. Umlegen. Und hier auch abschneiden. Und schon hat der Kuchen eine schöne Kante hier. Unten. Bekommen. Und man sieht jetzt noch besser, dass es ein Minion ist, weil er eine blaue Latz. So, und weil das Ganze natürlich eine Geburtstagsparty ist, darf das hier nicht fehlen. Deshalb bekommt mein Minion hier auch eine kleine Tröte noch, die er fleißig pfeifen kann, tröten kann. Und dann ist mein Minion auch schon fertig. Ich hoffe, euch gefällt der Kuchen, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzugucken. Ich bin sicher, meine Freundin wird total ausflippen, wenn sie den Minion-Kuchen sieht. Ich freue mich schon sehr auf die Feier heute Abend. Ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Franzi backt und kocht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, Likes, Verbesserungsvorschläge. Immer her damit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!